Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, das ist jetzt tatsächlich mein Versuch Nummer 2. Denn das letzte Silvester-Make-up-Tutorial, was ich geschminkt habe, hat leider nicht so funktioniert. Aber jetzt soll es hoffentlich funktionieren. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das wird jetzt auch ein bisschen länger dauern, weil ich ein bisschen dabei nebenher quatschen werde und ja, ne? Ich habe eine schöne Auswahl getroffen. Das sind nur Drogerieprodukte, die ich jetzt heute verwende. Und ja, los geht's. Du kannst auch was in diesem Video gewinnen, was das ist. Und ja, ne, was du dafür tun musst, sage ich dir gleich. Genau. Ich starte erstmal mit einem Primer, denn Silvester möchte man ja vielleicht auch ein bisschen abgehen. Ach so, das ist eigentlich so mein Silvester-Look, den ich tatsächlich Silvester trage. Habe ich, glaube ich, auch schon im letzten Video gesagt. Wir bleiben zu Hause. Sammy hat Angst vor diesem ganzen Geböllerer. Der hat jetzt auch schon totale Panik. Also wir sind froh, dass wir eben noch spazieren gehen konnten. Ansonsten kannst du knicken mit dem, ne? Also deswegen. Also ich, wenn ich jetzt Party machen wollen würde, würde ich einen Primer verwenden, der entsprechend nicht nur mein Gesicht an Ort und Stelle hält, sondern der auch schweißresistent ist. Da habe ich von Essence den You Better Work Gym-Proof Primer. Der ist nicht nur mit Lichtschutzfaktor und Sweatproof, sondern, naja, der hält auch einfach alles an Ort und Stelle, ne? Den mache ich mir jetzt erstmal als, ich weiß nicht, unteren Primer drauf, denn ich gebe gleich tatsächlich noch einen anderen drüber und genau, ne, weil ich weiß nicht, wenn ich Party mache, dann gehe ich auch halt ein bisschen ab, ne? Dann muss ich meine Haare nicht groß machen, weil ich nachher eh wahrscheinlich headbangen werde. Ich mag das ganz gerne. Wofür sonst habe ich diese Haare, Leute? Genau. Und da möchte ich mich nicht groß einschränken. Ich weiß gar nicht, wenn ich irgendwann mal in diesem Universum heiraten werde, was ja irgendwann mal vorkommen wird, weiß ich echt nicht, ob ich mir eine Hochzeitsfrisur machen lasse, weil tatsächlich ich weiß, dass ich mich dann eingeschränkt fühle. Und ich möchte mich an meiner Hochzeit dann auch nicht eingeschränkt fühlen. Das heißt, ich möchte dann auch irgendwann headbangen können. Naja, gut. Ja, der Primer ist dann soweit drauf. Und wir gucken mal, was die erste Frage ist. Dann kann der Primer auch vielleicht einziehen in der Zeit. Ja, hast du dir manchmal überlegt, alles zu schmeißen, weil es einfach zu viel wurde? Du wirkst immer so happy in jedem Video. Das hat die liebe Angie geschrieben. Alles schmeißen? Also sie meint wahrscheinlich hier YouTube, nö. Also dafür macht es mir hier einfach zu viel Freude. Das ist für mich einfach so runterkommen, Abstand vom Alltag gewinnen, weil ich doch vielleicht einen etwas anderen Alltag habe, als es hier quasi so im Video immer ist. Ich benutze jetzt den Aura Glow Primer von Love. Der macht jetzt einfach noch ein bisschen Glow in mein Gesicht und ich möchte Silvester scheinen. Genau. Nee, also ich mag es tatsächlich sehr, sehr gerne, dass ich hier vor der Kamera sitze, mit euch kommuniziere, mich mit euch in den Kommentaren und bei Instagram austausche. Manchmal ist es natürlich ein bisschen viel, ne? Dass man sagt, ich muss jetzt vielleicht ein paar Videos mal vordrehen oder so. Aber das ist nicht schlimm. Oder wenn man dann mal krank ist oder so. Das fand ich ja auch ultra knuffig, ne? Als ich dann wirklich mal 2 Tage kein Video hochgeladen habe, dass ihr dann direkt mich angeschrieben habt. Mensch, Claudi, was ist los? Weil ich bei YouTube nichts gesagt habe. Bei Instagram hatte ich das mal in der Story erwähnt, aber bin da nicht groß drauf eingegangen. Ne? Ich hatte nur gesagt, ich liege halt flach jetzt über die Weihnachtstage. Ne? Und konnte dann dementsprechend nicht wirklich Videos machen, weil die Couch und ich, wir waren so. Ja, aber nö, alles schmeißen auf gar keinen Fall. Ich habe mir gedacht, okay, vielleicht ein bisschen weniger Videos, dass ich halt nicht jeden Tag ein Video hochlade oder teilweise 2, 3 Videos am Tag. Aber alles schmeißen auf gar keinen Fall. Ich bin auch nicht immer gut drauf. Also ich habe auch mal meine schlechten Tage, wo ich sage, nee, also ganz ehrlich, heute möchte ich mich nicht vor die Kamera setzen, weil ich so ein Gesicht habe, dass alles einfach furchtbar war. Im Prinzip, ich setze mich hier hin und bin direkt glücklich, weil ich mich wohlfühle mit euch. So, jetzt verwende ich als Foundation die Maybelline Dream Urban Cover Full Coverage Lightweight Protective Make-up Geschichte. Habe ich in der Farbe 100 Warm Ivory. Habe ich auch sehr gerne im Sommer getragen tatsächlich, aber ich trage sie auch gerne jetzt so im Winter, weil sie einfach schnell aufgetragen ist. Genau, ich mache mir hier immer so ein bisschen Schnurrbarthaare damit. Eigentlich soll man das ja nicht, ne? Dass man direkt mit der Foundation aufs Gesicht geht, aber was soll's. Gut, dann nehme ich einen Pinsel. Welchen nehme ich denn da? Oh, ich habe hier so, ja, habe ich ja schon letztens erwähnt, ne? Meine Flauschi-Pinsel hier neben mir. Nehme ich hier den von Real Techniques, der ist toll. Ja, nö, ansonsten alles gut. Ich fühle mich halt wohl hier und deswegen mache ich das einfach sehr gerne.
Denn zum Beispiel, also in meinem Job bin ich jetzt so überhaupt gar nicht, ich will nicht sagen oberflächlich, aber ne, dass man halt so auf Aussehen achtet oder so, das ist bei mir wirklich überhaupt nicht. Da kann ich auch in Jogginghose auftauchen, theoretisch, ne, rein theoretisch würde ich nie machen, aber ganz entspannt halt alles. Und hier ist dann quasi meine Me-Time, eine ganz andere Welt. Es ist Claudis Welt. Hier kann ich machen, worauf ich einfach Bock habe. Naja, nicht ganz, aber ne, man ist ja doch ein bisschen, dass man sagt, okay, man möchte vielleicht doch jetzt nicht, weiß ich nicht, möchte hier keinen Blödsinn machen oder so, aber halt schon, wobei Blödsinn mache ich tatsächlich manchmal, aber jetzt nicht irgendwie, ne, was bekloppt ist oder so. Also bekloppt auch, aber nicht bekloppt im Sinne von nicht regelkonform, nicht, wie sagt man das denn? Nicht jugendfrei, keine Ahnung. Ne? Also ich würde hier jetzt nicht alles machen auf meinem Kanal, aber ich mache ja hauptsächlich die Sachen, die mit Beauty zu tun haben und die mich einfach, keine Ahnung, ich pinsel auf mir rum, ich zeige euch so ein bisschen, was ich neu in meiner Sammlung habe oder keine Ahnung, ne? Erzähle euch ein bisschen was zu Beauty und weiß ich nicht. Das macht mir einfach Spaß. Ich mache das gerne, sonst würde ich das ja nicht so oft machen. Und ich finde, dass ich da auch eine ganz gute Work-Life-Balance mit finde, weil ich eben halt auch einfach einen Partner habe, der das Ganze soweit unterstützt, toleriert tatsächlich auch. Ja, ne? Dass man da halt irgendwie ein Gleichgewicht findet. Das ist auch immer sehr, sehr wichtig, was ich auch jedem empfehlen kann, der tatsächlich überlegt, hier mit YouTube anzufangen. Es ist jetzt nichts, wo man sagt, ich mache das mal eben schnell. Also so ein Schminkvideo, wie ich das jetzt drehe, ich meine, ich versuche das jetzt auch tatsächlich ungeschnitten zu machen, ne? Aber wenn ich jetzt so auffällige Looks oder so schminke, das dauert dann auch gerne mal 2 Stunden. Und als ich meinen ersten Versuch hier von dem Silvester-Make-up geschminkt habe, hat es auch so 1,5, 2 Stunden gedauert. Und wenn dann am Ende so was Furchtbares dabei rumkommt und man das dann nachher so auf 10 Minuten zurechtschneidet, das tut einem dann doch so ein bisschen in der Seele weh. Deswegen, ja, ne? Manchmal verwirft man auch Videos oder keine Ahnung, hat dann irgendwas vorgedreht, was man niemals online stellt, wenn man das irgendwie einfach vergessen hat oder so. Und dann hat man sich ja trotzdem die Zeit genommen. Aber es ist ja nicht verlorene Zeit, weil ich ja Spaß daran habe. Und dementsprechend ist es ja auch meine Me-Time, die ich hier mit euch zusammen verbringe. Und ja, ich bin einfach schon lange genug im Arbeitsleben drin, als dass ich da, also so dass ich da halt auch eine entsprechende Routine für mich drin gefunden habe, dass ich dann auch zu Hause abschalten kann und so weiter. Und ja, dementsprechend ist es was anderes, als wenn du jetzt gerade mit einem Job anfängst. Das kann ich halt nur so aus meiner Erfahrung sagen. Ja, da kommst du nach Hause und bist platt, ne? Das habe ich jetzt so nicht mehr. Natürlich habe ich das manchmal, dass ich sage, oh mein Gott, war jetzt ein stressiger Tag oder so oder keine Ahnung. Ne? Der hat mich gefordert, der Tag, die Menschen, mit denen ich zu tun hatte. Ich bin ja im Vertrieb unterwegs, beziehungsweise Vertriebs- und Marketingassistentin und ich arbeite im Innendienst, Vertriebsinnendienst. Und dann hat man natürlich vielleicht auch manchmal Kunden am Telefon, die einen so ein bisschen runterziehen. Wo man sagt, Mensch, es war jetzt echt ein blödes Telefonat, Leute, ne? So nicht. Aber ich habe wundervolle Kollegen, die mich da auch entsprechend immer ausgleichen und wo man dann halt auch einfach mal mit lachen kann. Und ich gehe auch mit einem lachenden Gesicht zur Arbeit hin und abends aber auch mit einem lachenden Gesicht wieder weg. Also ich habe Freude an dem, was ich mache und das ist auch immer ganz gut so. Jetzt verwende ich den Healthy Glow Camouflage Plus Concealer von Essence. Den habe ich in der Farbe Light Ivory. Ja, es ist alles sehr, sehr hell in meinem Gesicht, aber ich bin halt einfach auch sehr, sehr blass, ne? Ich brauche mir jetzt keine ultradunkle Foundation aufzutragen. Das hat relativ wenig Sinn bei mir, weil das einfach dann nicht zum Körper passen würde. Und, ne? Das muss ja eigentlich immer irgendwie passen oder die Hände und das Gesicht quasi, ne? Ja, genau. Ja, deswegen, also. Man kann sowas alles, das war auch eine Frage, ne? Man kann sowas sehr, sehr gut unter einen Hut bringen. Wenn man halt gefestigt im Leben steht und wenn man halt glücklich im Leben ist, dann kriegt man das auch alles unter einen Hut, weil da wurde ich jetzt auch nachgefragt, Mensch, Claudi, wie schaffst du das, so viele Videos zu drehen und hochzuladen? Das fragt meine Mama mich auch ständig, bin ich total knuffig von ihr. Ja, und trotzdem dann auch irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen, ne? Also Haus, Hund, Freund, Job, YouTube, Vollzeit arbeiten, ne? Also 40 Stunden und so. Aber es funktioniert, wenn du alles gerne machst. Also wenn ich alles mit Freude mache, fällt mir alles auch deutlich leichter. Und dann macht man es halt gerne. Und dann, weiß ich nicht, dann strengt es einen auch nicht an.
Und man fühlt sich nicht so, als würde man quasi Zeit dafür opfern, in Anführungsstrichen, sondern als würde man einfach, weiß ich nicht, Zeit damit verbringen, sage ich mal. Ne? Also ich verbringe Zeit auf meinem, auf meiner Arbeit, ich verbringe Zeit mit meinen Kollegen, einfach weil ich da Bock drauf habe. Ja, so sehe ich das halt. Natürlich bleiben manche Sachen liegen, dass man vielleicht nicht ständig sich jetzt mit den Freunden treffen kann oder so, aber das ist bei uns aktuell eh nicht mehr so intensiv, weil alle Kinder haben, also fast alle, und oder gerade dabei sind, ihr Haus zu bauen oder sonst irgendwas machen. Das heißt, dass man sich jetzt alle paar Tage sehen muss, in Anführungsstrichen, ist gar nicht mehr so. Und deswegen, weiß ich nicht, ist es sowieso sehr entspannt dann bei uns, dass da auch nicht entsprechende Forderungen gestellt werden und Freunde sagen würden, oh mein Gott, wir sehen uns gar nicht mehr, das ist total furchtbar, unsere Freundschaft ist im Arsch, bla bla. Das ist gar nicht mehr. Also das, ja, jeder ist dabei, seine eigene Work-Life-Balance zu schaffen. Und deswegen, da wir keine Kinder haben, kann ich die Zeit hier entsprechend investieren. Und wenn ich mal Kinder habe, muss ich das irgendwie kombiniert bekommen. Ich weiß noch nicht genau wie, aber das sehe ich dann, ne? Also, ja. Jetzt benutze ich einen Puder, um alles zu setten. Das ist von Catrice, das Nude Illusion Fixing Loose Powder Transparent Matte. Hier habe ich mich nicht für das Glowy entschieden. Da gibt es ja auch noch die Glowy-Variante, weil ich gleich noch ein Glowy anderes Kram verwende. Und das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen zu viel, dass ich das mal sage. Zu viel Glow, ne? Das ist ja das, was ich an losen Puder nicht mag. Ich kriege das erstmal hier rausgedrümmelt, ey. Immer an. Jetzt würde ich hier irgendwelche Möbel zusammenbauen. Jetzt nehme ich hier von Essence so einen Puderpinsel aus der Pac-Man Limited Edition. Ach Mensch, ich vergesse das immer wieder, dass ich unter den Augen erstmal mit dem Schwämmchen drunter gehe, ne? Ach, Claudi. Bin da halt ein Trommelkopf. Naja, aber so ist das halt. Und so handhabe ich das. Ich werde auch von Kolleginnen zum Beispiel, die bei uns neu anfangen in der Firma und wenn ich dann mit denen die Mittagspause verbringe, mit denen mal spazieren gehe oder so, werde ich noch öfters mal gefragt, Mensch, oh mein Gott, wie schaffst du das alles bloß? Hab einfach Spaß dran und versuch einfach das Leben in eine gewisse Balance zu bringen und dann kannst du auch nebenher einem Hobby nachgehen, was dann vielleicht ein bisschen zeitintensiver ist, aber solange du alles mit Freude machst, weiß ich nicht. Das ist alles gar nicht so schlimm. Das, was jetzt halt aktuell bei uns oben liegen, oben vor allem, ne, was liegen bleibt, ist halt oben, weil wir da einfach keinen Bock drauf haben. Und wenn du etwas, wie gesagt, nicht mit Freude machst, dann lass es erstmal, wenn es möglich ist. Du kannst nicht sagen, ich habe gerade keinen Bock auf Schule, ich bleib mal zu Hause. Das geht dann leider nicht. Aber wenn man eben die Möglichkeit hat und das einen aktuell halt einfach nicht glücklich macht oder nicht zufriedenstellt oder einen zu viel Energie kostet, das überhaupt in Angriff zu nehmen, dann sollte man das einfach zu einem anderen Zeitpunkt machen, wo man es lieber macht und dann einfach, weiß ich nicht, dann mit mehr Elan dran geht und mehr Freude dran hat, ja. Und wie gesagt, ich bin auch nicht immer gut drauf, also manchmal möchte man sich auch einfach nicht zeigen, manchmal möchte man sich auch einfach mal verkriechen und ja, ist nicht alles Gold, was glänzt im Leben, ne? Da muss man halt auch realistisch bleiben und das weiß ich durchaus. Und deswegen hat jeder dann einfach mal so seine Zeiten, wo man sagt, Mensch, ich brauche auch einfach mal ein paar Minuten für mich, also wirklich ganz allein nur für mich, wo ich nicht reden möchte. Auch das gibt es bei mir, dass ich nicht reden will. Und dann sollte man sich die Zeit einfach mal nehmen, weil ansonsten ist man zu sehr ausgepowert vom Leben und dann macht nichts mehr Spaß und nichts mehr macht Sinn und dann strengt das alles nur noch an. Das wollen wir ja nicht. So, also, es ist jetzt alles soweit gesettet. Das merke ich einfach, wenn ich, na, da muss ich noch ein bisschen, wenn ich mit dem Pinsel so drüber fahren kann, ohne dass er irgendwo hängen bleibt. Ja, im Kinn muss ich noch ein bisschen mehr. Aber, ich komm, ja, ich habe hier noch was, ich habe mich schon wieder voll gepudert. Hier noch was drin. Das muss ich hier irgendwie wieder drauf machen. Und habe es dann fürs nächste Mal. Das ist immer die Sache, ne? Loose Powder ist immer so, wenn du, musst du genau dosieren und wenn du es nicht machst, dann fliegt dir das alle um die Ohren und dann macht es echt furchtbar, aber es verschmilzt halt besser, ne? Ich nehme jetzt von Love das Perfectitude Aura Glow Powder, genau. Das ist einfach ein gebackenes Puder, was noch so einen leichten, zarten Glow übers Gesicht gibt und auch noch so einen leichten Glanz gibt, nicht Glanz, ja Schein, wie auch immer. Und das gebe ich mir tatsächlich sogar Full Face auf.
weil ich mag das einfach. Natürlich habe ich auch eben den Primer drunter gemacht, der auch durchscheinen wird, wenn alles miteinander verschmolzen ist. Aber Silvester darf es gerne ein bisschen mehr Glow sein. Genau. Jo, deswegen verteile ich das jetzt einfach so ganz grob im Gesicht, auch ein bisschen am Kinn und Hals, ein bisschen Tüdelü. Aber du siehst wirklich, ne, die Foundation, das passt halt, auch wenn ich aussehe wie eine Leiche, aber ich bin halt so vom Hautton her. Naja. So, ich guck mal, was hier noch weiter an Redebedarf besteht. Sehen wir deinen Freund auch mal? Ist keine Neugierde, ist Interesse. nee, tatsächlich nicht, denn er möchte das nicht. Ich habe jetzt hier von Physicians Formula den Butter Bronzer. Den verwende ich jetzt. Nee, also ich werde meinen Freund hier nicht zeigen, weil er das auch einfach nicht möchte. Er ist einfach nicht so für diese ganze Social-Media-Geschichte zu haben. Er ist weder auf Instagram angemeldet, noch auf Facebook, noch sonst irgendwo. Und weil er sich auch einfach nicht öffentlich zeigen will. Und das muss er auch nicht. Und er sagt einfach, das ist dein Hobby, das kannst du ausüben, wenn du möchtest. Aber zieh mich da bitte nicht mit rein, das finde ich sehr knuffig. Also er ist auch mein erster Abonnent. Tatsächlich. Der erste, der mich jemals abonniert hat und derjenige, der auch jedes Mal, jeden Tag, wenn ich ein Video hochlade, direkt mein Video öffnet und es liked. Das ist super knuffig, also wirklich knuffig, weil ich habe letztens mal auf seinem Tablet geschaut und habe dann auch gesehen, er hat wirklich jedes Video von mir geliked. Er schaut es sich nicht unbedingt an, aber er lässt es vielleicht nebenher laufen, damit halt, ne? Weil wenn du es nebenher laufen lässt und dann halt quasi die Werbung laufen lässt, dann habe ich ja auch was davon, da habe ich ja auch ein bisschen Einnahmen von, ne? Und das freut meinen YouTube-Algorithmus auch, wenn ich tatsächlich geguckt werde, wenn ich geschaut werde. Und das weiß er und deswegen, ja, er gibt mir halt den Support und das finde ich sehr, sehr süß von ihm. Auch wenn er nicht unbedingt an dem interessiert ist, was ich so zeige, weil er sagt, Claudi, ich sehe ja nachher das Resultat und dann passt das schon. Ich muss nicht sehen, wie der Weg dahin war. Süß, oder? Ja, aber wie gesagt, er wird hier nicht auf YouTube zu sehen sein, weil er es nicht will. Er wird auch nicht zu hören sein, denke ich. Also ich hatte ihn mal gefragt, ob er vielleicht mal so ein Video drehen möchte mit mir, wo er dann quasi hinter der Kamera sitzt und dann irgendwas kommentiert oder so. Möchte er alles nicht? Er möchte gar nicht. Dann muss er auch nicht. Er möchte auch nicht mit einer Markauftüte auf dem Kopf gezeigt werden. Das war auch meine Idee. Aber er will nicht. Ja, und das muss man auch respektieren. Also das ist bei meinen Freunden und bei meiner Familie das Ähnliche. Also die hatte ich auch schon mal gefragt, aber irgendwie, ja, wir sind ja halt alles Landeier, ne? Also das muss man halt auch dazu sagen. Und deswegen, ne? Die sagen, wir finden es cool, dass du dich hier hinsetzt und dass du das machst, aber ne, wir gucken uns das auch gerne an und wir supporten dich, aber nee, also mit dabei, also so. Die Kinder von meinen Freunden zum Beispiel, die haben da richtig Bock drauf. Die sagen, oh, hätte ich wohl gerne, aber meine Freunde sind halt die Eltern und die sagen, nein. Dann sind die Kinder zwar traurig, aber was willst du machen, ne? Kannst ja auch nicht erzwingen und letztendlich sind das die Erziehungsberechtigten und diejenigen, die halt entscheiden, ob die Kinder auf Social Media zu sehen sind oder nicht. Vielleicht irgendwann mal von meiner Nagelfee zum Beispiel oder meiner ehemaligen Nagelfee, die Tochter. Vielleicht möchte sie ja irgendwann mal, wenn sie ein bisschen älter ist, dann mit mir auch vor die Kamera, wenn sie das halt selber, jo, darf. Genau, meine Tante hatte schon mal gesagt, dass sie gegebenenfalls mit mir so ein Kreativ-Tutorial machen möchte. Das ist auch meine Tante, die diese Kerzen zum Beispiel, dieses Arrangement gemacht hat, das hat mein Cousin ja, also ihr Sohn hat mir das ja geschenkt zum Geburtstag und sie hatte das soweit vorbereitet und sie hatte auch schon mal Kerzenhalter aus Beton gegossen, die hatte ich auch mal im Hintergrund stehen und das ist auch das Frauchen von Lilly, genau. Lilly ist ja die Hündin, die wir im Sommer auch bei uns hatten und ab und an auch mal bei uns war. Und genau, sie hatte schon mal gesagt, vielleicht machen wir mal zusammen so ein Kreativ-Tutorial, dass wir, keine Ahnung, irgendwie so Bastelsachen zusammen machen oder halt auch diese Betongießerei. Da gibt es wunderschöne Sachen, die sie bei sich stehen hat, so Blätter in Beton gegossen und so weiter. Hätte ich im Sommer echt Bock drauf, das mal zu machen mit ihr zusammen. Und da waren wir noch mal überlegen, ob sie dann zu sehen sein wird oder ob das nur die Hände sein werden, die wir dann sehen werden. Aber das gucken wir einfach mal, wie wir das so handhaben quasi. Genau. Der Bronzer ist jetzt ordentlich ausgeblendet und ich habe auch wieder ein bisschen Farbe im Gesicht. Und dann gehen wir zu der Blush-Palette. Die habe ich hier von LOV. Das ist die The Statement Blush-Palette. Die hatte ich im Adventskalender mit drin und letztens auch in der Glossy-Box. Das ist diese hier. Finde ich richtig schön.
Achso, du kannst übrigens in diesem Video die Sephora Mixology Palette gewinnen. Das ist diese hier, die kommt auch mit einem Pinsel daher. So schauen die Farben aus. Genau, und was du dafür tun musst, sage ich dir gleich. So, jetzt gucken wir uns mal die nächste Frage an. Ja, das ist halt, wie kamst du auf Sammy? Genau, Sammy ist tatsächlich, er hieß damals Snow, als er zu uns gekommen ist. Und ja, wir fanden den Namen aber nicht so passend. Ich meine, Snow ja, weil er liebt Schnee und er ist tatsächlich auch sehr weiß und so, ne? Das war schon passend in dem Sinne. Aber Snow kannst du zum einen nicht so cool rufen und zum anderen fanden wir das auch irgendwie nicht so aussagekräftig, dass es halt ein Rüde ist. Weil alle halten Sammy tatsächlich für ein Weibchen. Sammy ist kein Weibchen. Der wurde zwar kastriert, aber er hat noch einen Pillemann. Genau. Also tatsächlich ist Sammy ein Rüde. Und, mache ich vorsichtig rosa drüber. Wir kamen auf den Namen. Muss ich echt mal überlegen. Also es war so, dass wir draußen standen, mein Freund und ich, und Sammy draußen im Garten am Spielen war und, da sagte mein Freund, oh, Snow, der erinnert mich so an unseren Hund von damals, die Sally. Und auch so von der Art und Weise her, weil Sally habe ich tatsächlich auch noch damals kennengelernt, bevor sie leider von uns gegangen ist. War eine Golden Retriever Dame, eine ganz, ganz süße Maus. Die hat eigentlich meiner Schwägerin quasi gehört. Aber als meine Schwägerin dann studieren gegangen ist, ist Sally ja zu Hause geblieben. So. Und dann habe ich irgendwie so einen kleinen Geistesblitz gehabt und habe gesagt, wieso? Dann können wir Snow doch einfach ab jetzt Sammy nennen. Und das war im Dezember. Und wir haben den Ende November bekommen, also, ne? Er hieß nicht lange Snow. Und, ja. Von da an hieß Sammy, hieß Sammy Sammy. genau, ja. Ich mische jetzt übrigens, ich habe erst diesen Peach-Ton aufgetragen und gebe jetzt so diesen dunklen, ganz vorsichtig immer wieder drüber, baue das so ein bisschen auf, weil ich da gerade sehr vorsichtig unterwegs bin, weil ich Angst habe, dass mir das sonst zu sehr ins Pinke gerade geht. Genau, aber ich finde die Palette ganz schön. Doch. Könnte man jetzt auch noch ein bisschen toppen, das versuche ich jetzt auch mal. Das ist eher so ein Highlighter-Ton, aber den gebe ich jetzt mal so als Blush-Topper drüber. Ja, das geht voll. Ein bisschen glowy, glowy. Mit dem Peach-Ton so über die Nase. Ja, und so sind wir dann auf Sammy gekommen und ja, das fanden wir einfach ganz passend. Und ich finde jetzt, wenn ich Sammy sehe, das ist einfach auch ein Sammy. Also so von seiner Art und Weise her. Das ist schon cool. So, dann habe ich hier als nächstes meine Highlighter-Palette, meine vor allem, von I Heart Revolution, die Rose Gold Glow Palette. Die liebe ich wirklich. Das ist eine ganz, ganz tolle Palette. Die hat einen goldenen Highlighter-Ton und einen roséfarbenen Ton. Und ich werde jetzt den goldenen Ton aufgeben. Ja. Der ist echt schön, ne? Das ist ein schöner Goldton. Naja, so kamen wir auf jeden Fall auf Sammy und deswegen ist es einfach unser kleiner Mr. Wow, unser kleiner Mann. Der kleine Sammy ist einfach halt auch irgendwie, der ist jetzt dieses Jahr 5 geworden und das ist so ein bisschen unser Ersatzkind auch, ne? Also wir sind jetzt bislang noch nicht so dazu gekommen, Kinder in die Welt zu setzen. Es wird irgendwann in diesem Universum noch passieren, aber genauso wie, dass wir ja irgendwann mal heiraten werden, aber das haben wir jetzt so noch nicht geplant. Wir gucken einfach mal, was so passiert im Leben, ne? Ich finde, man sollte sich da auch nicht allzu sehr unter Druck setzen. Wir sind zwar beide über 30, aber trotzdem, meine Güte, ich sehe das tiefenentspannt, ne? Man muss sich da nicht allzu sehr versteifen auf solche Themen. Genau. Hau den einfach noch mehr auf. Ich meine, das ist dann ja für Silvester, ne? So. Ich mag das ja auch sowieso sehr, sehr gerne und ich mag den Highlighter auch sehr gerne, ne? Genau. Jetzt mache ich meine Augenbrauen auch nochmal. Ja, genau. Genau. Wir gucken einfach mal, was die nächste Frage ist, okay? Ja, ich glaube, so machen wir das. Was hat der Postbote zum Adventskalender gesagt? Ja, er hat sich gefreut. Er ist seitdem extra freundlich zu mir. Das ist sehr, sehr witzig, muss ich wirklich sagen.
Und ja, er hat sich ja sonst auch immer ziemlich darüber lustig gemacht, wenn ich dann ja auch neue Pakete bekomme, aber nicht darüber lustig gemacht. Aber er hat sich halt Spaß draus gemacht, ne? Und ja, vor allem, wenn mein Freund dann mal einen Brief bekommen hat, dann haben die zwei das auch ordentlich gefeiert, weil ich einfach täglich irgendwelche Pakete gekriegt habe und mein Freund die immer fleißig angenommen hat, wenn ich halt hier zum Beispiel im Zimmer war. Und dann ist mein Freund immer zur Tür gegangen und wenn er dann mal einen Brief für meinen Freund mit dabei hatte, dann haben die sich sehr darüber gefreut. Das ist auch irgendwie frech, die beiden, ne? Naja, auf jeden Fall, ja, seitdem ich ihm den Adventskalender gegeben habe und Weihnachten dann auch jetzt vorbei ist, wo er dann ja auch quasi den ganzen Adventskalender ausgepackt haben wird, ist er extra freundlich. Er fragt dann immer, na, was gibt's heute Feines? Das ist immer sehr, sehr witzig, wenn er dann da mir die Pakete gibt oder ich ihm dann einfach einen Berg an Paketen mitgebe. Kurz vor Weihnachten hatte ich ihm die ganzen Verlosungspakete mitgegeben. Es waren irgendwie, keine Ahnung, 12 Pakete und 14 Umschläge oder so. Und dann lachte er sich auch wieder ein. Und dann hatte ich ihm das auch erzählt, wo, ne, dass das die ganzen Verlosungen sind zu den 10.000 Abonnenten und so. Ja, fand er dann auch ganz witzig und aber auch ganz nett. Also das muss man ja wirklich sagen. Und dann hatte ich auch eine kleine Wette mit ihm am Laufen, ob die Pakete denn jetzt vor Weihnachten ankommen oder nicht. Ich habe gesagt, das kommt bestimmt noch vor Weihnachten an oder eben zu Weihnachten. Und er sagte, ne, da glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Und dann habe ich Heiligabend von ganz, ganz vielen von euch, die halt gewonnen haben und denen ich was geschickt habe, eine Nachricht bekommen, die geschrieben haben, oh, das ist genau passend angekommen, total super. Hi, fand ich großartig, habe ich ziemlich gefeiert. Ich habe meinen Postboten seitdem leider nicht nochmal wieder gesehen. Sonst hätte ich ihm jetzt gesagt, so, ich habe die Wette gewonnen. Also wir haben jetzt um nichts gewettet, aber ne? Da ist mein Vertrauen in die Post wieder schon wieder mal gefestigt worden. Das finde ich total super. So, ja, meine Augenbrauen mache ich jetzt nicht allzu krass, weil, nö, mag ich einfach nicht so gerne. Genau, so, dann lasse ich das jetzt erstmal so. Ich habe jetzt gerade gesehen, wo ich mich von Namen gesehen habe, dass ich so eine ziemlich trockene Stelle an der Nase habe, weil ich halt Schnupfen habe. Sieht ein bisschen unschön aus. Bisschen sehr unschön. Aber das können wir jetzt einfach mal nicht ändern. Ich kann ja mal versuchen, ein bisschen Vaseline da drauf zu machen oder ein bisschen Lippenpflege. Von Dr. Pierre Ricot habe ich hier ja eine. Machst du nichts dran, Claudi, machst du nichts dran. Die habe ich jetzt auch gerade auf den Lippen drauf. Das sieht jetzt ein bisschen unschön aus. Aber was willst du machen, wenn du Schnupfen hast? Dann hast du nun mal so eine Nase. Das ist kacke, ne? Das ist echt kacke. Ja, aber ich denke, so eine Schnupfnase haben ja viele von uns gerade. Da wird man sich nicht drüber stören, wenn jemand, der einem gegenüber sitzt, halt auch mal eine Schnupfnase hat. Das passiert. So. Ja, wir haben jetzt alles soweit drauf. Jetzt müssen wir noch die Augen. Ja, genau. Ich hole dich mal ein bisschen näher ran, dann siehst du auch ein bisschen mehr. Zack. Genau. Ich habe mich entschieden, beziehungsweise mein Freund hat sich entschieden, dass ich die BH Cosmetics Midnight City Palette verwenden darf. Das ist diese hier. Ja, ich hätte noch eine andere BH, die er hätte auswählen können. Das sind diese Farben. Aber das sind Farben, die findest du auch in vielen, vielen, vielen anderen Paletten. Deswegen habe ich auch unter anderem diese hier mit ausgewählt gehabt. Und ja, als erstes muss ich aber einen Eye Primer auftragen. Da habe ich von Catrice die Eye Foundation in Matt. Hallo, fixieren, vielen Dank. So. So. Die mache ich mir jetzt mal drauf. Dann verteile ich die mit meinem Schwämmchen. Das mache ich eigentlich am liebsten mit dem Schwämmchen oder eben mit meinem Finger. Mit dem Pinsel eher weniger, weil ich finde, das zieht immer so dann Fäden. Also nicht Fäden, sondern man sieht dann halt die Pinseltupfer. So, die erste halbe Stunde habe ich jetzt schon voll. Jetzt kommt die nächste. Die Eye Foundation ist drauf und ja. Ah, nein! Ich
bin mit meinem Fingernagel in die Palette reingekommen. Ah, das ist aber jetzt super ärgerlich geworden, du. Ganz, ganz ärgerlich. Mm. Ich hasse das ja, irgendwie sowas unter meinem Fingernagel zu haben. Kriegst du da auch immer so Gänsehaut von? Ich finde das immer ganz, ganz furchtbar. Toll. Voll reingeditscht. Naja, wir schaffen das schon. Genau, dann nehme ich mir erstmal hier so eine helle Farbe, um das Ganze mal zu setten. Das ist einfach so eine Base-Farbe, die jetzt nicht groß irgendein Tamtam macht. So. Achso, ich gucke mal eben die nächste Frage an. Was ist dein Lieblingsessen? Ja, mein Lieblingsessen. Tja, das ist super. Das ist eine gute Frage. Das ist eine super gute Frage. Nudeln. Ich liebe Nudeln. Ich liebe Nudeln in allen Variationen. Wirklich. Oh, es ist großartig, Nudeln zu essen. Nudeln mit Tomatensauce, Nudeln mit Käsesoße, Nudeln mit Pilzsoße, Nudeln mit Pesto, süße Nudeln, also richtig geil mit Marmelade. Oh, ich liebe es. Nudeln mit Ketchup. Ja, jetzt nehme ich einen Ton einfach für die Lidfalte. Ich zeige euch jetzt nicht so die Töne, weil ich glaube, das ist jetzt ja auch weniger ein Tutorial für die Palette an sich, sondern was für Töne man nehmen könnte. Das ist jetzt einfach so ein hellbrauner Ton. Genau. Und den setze ich mir in die Lidfalte. Mit dem gleichen Pinsel wie gerade. Das geht eigentlich auch immer ganz gut. Weil da halt noch so ein bisschen Pigment von der ganz hellen Farbe drin ist und so blendet das immer so ein bisschen schöner aus. Genau. Ja, also das wäre tatsächlich mein Lieblingsessen und halt Schokolade, ne? Also darüber brauchen wir gar nicht streiten. Ich liebe Schokolade. Ich liebe es. Ich liebe es von tiefstem Herzen, Schokolade zu essen. Vorm Fernseher oder auf der Arbeit. Oh, ich liebe Süßigkeiten. Süßigkeiten sind großartig. Ja. Aber jeder, wie er meint, ne? Also ich könnte mich im Prinzip wirklich so von diesen günstigen M&Ms, die heißen Pinder, glaube ich, Pinders oder so, die gibt es bei uns im Rewe, könnte ich mich tagelang ernähren und ich würde es nicht leid sein, weil ich es einfach so gerne esse. Ja. Wie lange halten bei dir Kosmetikprodukte so durchschnittlich? Puh, ich weiß gar nicht, worauf das bezogen ist. Also wenn ich jetzt so an Pflegeprodukte denke, kommt das immer ganz drauf an, wie groß die Verpackung ist und, ich verstehe die Frage nicht. Wahrscheinlich, weil ich einiges immer in meinem Aufgebrauchsvideo zeige. Das liegt aber einfach daran, dass ich nicht zum Beispiel 20 Gesichtscremes gleichzeitig verwende, sondern dann immer eine Tagescreme und eine Nachtcreme und die dann wirklich aufbrauche. Also daher kommt es dann wahrscheinlich, dass man sich denkt, oh mein Gott, was braucht die so viel auf, wenn die doch so viel hat. Also ich benutze ja nicht alles kreuz und quer, sondern gerade bei Gesichtspflege ist es bei mir so, dass ich, wenn ich ein Produkt habe aus einer bestimmten Kategorie, dass ich das dann auch vollends aufbrauche, weil ansonsten hat das alles keinen Sinn, weil das Gesicht ist anders als die Haare. Die Haare brauchen auch mal Abwechslung, dass du dir ein anderes Shampoo mal zwischendurch in die Dusche stellst und dann vielleicht im Wechsel verwendest, was ich auch tatsächlich mache. Also ich habe ein Shampoo, was ich nur dienstags und freitags verwende und eins, was ich an den restlichen Tagen verwende. Aber das mache ich einfach, weil ich weiß, dass meine Haare das brauchen, diese Abwechslung, weil sie ansonsten zu schnell nachfetten und das alles nicht vernünftig wird, ne? So, jetzt nehme ich mir mal so einen etwas fester gebundeneren Blendepinsel. Dann nehme ich den hier mal. Mache ich ihn nur. Ja, so viel gibt die Palette dann auch nicht her. Ich nehme einen etwas dunkleren Ton jetzt, genau, für die Lidfalte, aber nur ganz soft. Das ist gräulicher Ton, den ich jetzt hier nur ganz soft außen einblende, ganz soft rüberziehe und damit halt meine künstliche Lidfalte noch ein bisschen vertiefe, ne? Dass man halt ein bisschen mehr Dimension reinbekommt. Ja, und ansonsten ist es so, dass ich ja wirklich auch versuche, meine Pflege durchzuziehen. Das heißt, dass ich
auch wirklich jeden Tag meine Pflegeroutine durchziehe. Das dauert vielleicht manchmal ein bisschen länger, gerade abends, ne? Da bin ich dann auch mal für eine Stunde im Bad verschwunden. Aber ich merke, dass mein Gesicht das sehr, sehr gut aufnimmt, wenn es regelmäßig gepflegt wird. Und deswegen mache ich das auch ganz gerne. Ja. So halt. Ansonsten, ja, so Körperpflege, keine Ahnung, ich glaube, eine Bodylotion hält bei mir 2 Wochen oder so, weil ich auch jeden Abend eine Bodylotion verwende und ich habe ja keinen Kleinkörper, ich bin ja 1,73 Meter und deswegen wird dann auch ordentlich viel Produkt immer im Laufe der Zeit verwendet, weil immer eincremen. Das ist bei mir sehr wichtig. Ich habe vorbelastete Haut, sprich familiär bedingt. Neurodermitis ist bei mir in der Familie ein ganz großes Thema. Deswegen habe ich oft sehr, sehr trockene Hautstellen. Ihr habt das vielleicht auch mal gesehen an meinen Ellenbogen, dass die extrem trocken sind. Oder, also das ist halt das, was man hier gegebenenfalls mal sieht. Ansonsten habe ich auch mal sehr trockene Schienbeine oder doch, das sind Schienbeine, ne? So nennt man das, glaube ich, was halt quasi über den Füßen vorne ist. Das sind Schienbeine, ne? Ja. Das, was hinten ist, wären dann die Kniekehlen. Ein Hoch auf meine Anatomiekenntnisse. Genau, und deswegen wird dann halt auch immer ordentlich was verwendet, auch als Präventivmaßnahme, weil ich halt einfach keine Lust habe, dass meine Haut dann doof wird, dass sie juckt, dass sie eben etwas macht, was sie nicht soll und deswegen pflege ich sie. Also ich habe das auch mal versucht, dass ich eben nicht so viel Pflege verwende oder keine Pflege verwende. Das ist halt, damit die natürliche Fettbarriere oder die natürliche Hautschicht sich wieder regenerieren kann. Ab und an kann man das ja mal machen. Aber es funktioniert bei mir einfach nicht. Auch wenn ich das für ein paar Wochen mache. Das habe ich halt gemacht, bevor ich YouTube gemacht habe. Das heißt, da habe ich meine Haut schon ordentlich kennengelernt. Deswegen weiß ich einfach, dass es bei mir nichts bringt, wenn ich sage, ich lasse das jetzt mal mit der Bodylotion oder ich lasse das mal mit der Gesichtscreme. Ne, da schreit meine Haut irgendwann, du kannst mich mal kreuzweise, gib mir das, was ich brauche. Ich kann das nicht von alleine. Da musst du mir nur mal helfen. So, und dann mache ich das halt. Genau. Jetzt möchte ich mir so ein bisschen Schimmer aufgeben, weil wir sind jetzt ja tatsächlich Silvester unterwegs, genau. Ja, Silvester. Das heißt, ich nehme erstmal so einen generellen Schimmerton, der jetzt so ein bisschen ins Champagnerfarbene geht und gebe mir das komplett auf, mein ganzes Lid. Einfach um schon mal so ein bisschen Pre-Glitter-Feeling hinzupacken, ne? Also, das ist jetzt einfach nur mal so für die Basis des Ganzen. Mist, welchen habe ich denn jetzt gerade genommen? Den, glaube ich. Es ist immer blöd, wenn du eine Palette verwendest und da keine Namen draufstehen und du dann dich schminkst. Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Und dann will man wieder reingehen und denkt sich, ach verdammt, die Farben sehen alle gleich aus. Welche habe ich denn jetzt gerade genommen? Ne? Das ist es. Ja. Tülü-Probleme von Menschen, die sich halt schminken. Genau. Jo. So. Das Ganze. So. Nächste Frage. Ja, noch bin ich ein bisschen krank. Welche der ganzen Abo-Boxen ist dein heimlicher Liebling? Ha, ist eine gute Frage. So heimlich ist mein Liebling tatsächlich nicht. Ich nehme jetzt eine hellere Glitzerfarbe für innen. Die Luxury Box tatsächlich, die finde ich großartig. Das ist eine ganz, ganz tolle Box. Und da muss man halt einfach für sich entscheiden bei den ganzen Abo-Boxen. Deswegen, ich werde öfters mal angeschrieben und gefragt, Mensch, Claudi, was ist denn jetzt deine Lieblingsbox? Welche kannst du empfehlen? Das ist immer eine schwierige Sache, weil ich kenne dich doch nicht so gut, als dass ich jetzt für dich entscheiden könnte, welche Abo-Box für dich die beste ist. Ne? Deswegen zeige ich dir die ja auch immer wieder hier auf dem Kanal, dass du dir anschauen kannst, was ist da für ein Inhalt drin. Deswegen sage ich auch immer vorab, wie oft sie so erscheint. Und mein persönlicher Liebling ist absolut die Luxury Box, weil sie halt so tolle Produkte enthält, die ich mir niemals im Leben kaufen oder leisten würde, einfach aus reinem Geiz, würde ich jetzt mal sagen, ne? Also, dass ich sagen würde, ne, Claudi, ganz ehrlich,
brauchst jetzt nicht 50 Euro für eine Gesichtscreme ausgeben oder keine Ahnung. Ne, das sind halt wirklich luxuriöse Produkte, wo man halt für sich einfach mal ein bisschen Luxusfeeling bekommt. Dafür erscheint die halt nicht so häufig. Muss man halt auch immer dabei sagen. Aber dann bekommst du, wenn sie dann kommt, so ein richtig Luxury-Box-Feeling. Ne? Und je nachdem, wie alt man dann so ist, jetzt nehme ich so einen grünen Schimmerton, der jetzt gerade sehr dunkel auf dem Pinsel ist, und den gebe ich mir außen hin. Genau. Da kann man sich dann entsprechend entscheiden, welche Box man für sich selbst am liebsten hat. Und für mich wäre tatsächlich die Luxury Box die coolste. Weil so hast du dann auch immer genug Zeit, um die Produkte aufzubrauchen, bis die nächste Box kommt. Und freust dich dann auch richtig drauf, du fieberst richtig drauf hin, dass du die dann erhältst. Und deswegen, die finde ich eigentlich am coolsten. Ich habe auch vor, und das werde ich auch noch einmal machen, dass ich eine E-Mail schreibe an das an das Team, ob die mir vielleicht mal so einen Gutscheincode bereitstellen können. Weil das ist mir letztens aufgefallen, dass ich euch ja immer wieder eine Box verlose, aber ich habe leider keinen Gutscheincode, den ich so bereitstellen kann. Und da wollte ich mal nachfragen, ob die mir einen geben würden. Damit, wenn du dann eine Box abonnierst, dass es dann halt ein bisschen günstiger ist, ne? Guck mal. Das schimmert aber schön, ne? Das ist ein schöner Schimmer. Das gefällt mir wirklich gut. So, jetzt möchte ich noch irgendwas Geiles auf die Mitte geben. Was nehme ich denn da? Nehme ich den Highlighter? Jo. Ich nehme meinen Highlighter. Da habe ich Bock drauf. Huch. Mir fällt gerade alles um. Herrlich. Und dann nehme ich jetzt hier den Rosé-Ton. Derbe mit dem Pinsel rein. Oh ja. Dann geht mir den hier mal aufs Zentrum. Ne? Das ist schön. Genau. Ja. Und ich würde aber sagen, dass die Luxury Box tatsächlich eher was für ältere Leute ist. Also in Anführungsstrichen ältere Leute. Für die Frauen ab, ich sag mal, 30. Ja, 30 kommt wo ganz gut hin. Und wenn du jünger bist, würde ich dir tatsächlich empfehlen. Da sind die Menschen ja etwas ungeduldiger, bin ich auch gewesen, ungeduldiger. Dir dann eine von den Boxen anzuschauen, die es vielleicht wirklich monatlich gibt, die dann ja, monatlich erscheinen. Das ist die Look Fantastic, das ist die Glossy Box, die Pink Box. Ne? Da einfach mal zu schauen. Aber da muss, wie gesagt, jeder für sich selber entscheiden, was er am liebsten mag. Jetzt nehme ich nochmal den Ton, den ich ganz zu Anfang genommen hatte oder fast zu Anfang. Vertiefe hier noch ein bisschen die Lidfalte, weil da natürlich auch einiges an Glitzer drauf gekommen ist und ich das jetzt ein bisschen noch wieder dunkler haben möchte, um das ein bisschen besser zu definieren. Weil jetzt weiß ich ja, bis wohin ich mit dem Lidschatten auch gegangen bin. Genau. Jo. Eine Box, die ich jetzt zum Beispiel meiner Schwägerin empfehlen würde, die ist ja ein bisschen mehr so weniger, mehr so weniger, mehr auf Körperpflege und auf Lifestyle. Ne? Also das ist eher so ihr Ding, weniger dekorative Kosmetik. Da würde ich ihr die My Little Box empfehlen. Wenn jemand sagt, Mensch, meine Ma zum Beispiel, der würde ich die, ja, entweder die Brigitte oder die Barbara Box empfehlen. Da finde ich beide immer ziemlich gleich auf. Die Barbara Box ist immer ein Stück weit jugendlicher, hätte ich jetzt fast schon gesagt. Während die Brigitte Box halt wirklich so für Muttis ist, sagt man das so? Hätte ich jetzt so aus dem Bauch heraus gesagt, ne? Also, es hört sich immer so, soll auch überhaupt nicht abwertend klingen, aber es hört sich manchmal so an, wenn man sowas so auch vor der Kamera sagt. Aber ich stelle mir das wirklich so vor, dass wenn ich mal ein Kind habe oder Kinder habe, die so, keine Ahnung, 14, 15 sind und ich möchte mir einfach mal was gönnen, nur für mich, so Me-Time, nur für mich, dann würde ich mir auf jeden Fall die Brigitte-Box holen. Jo, aber, ne? Ja, das sind halt so die Visionen, die man von sich selber hat in der Zukunft. Genau, jetzt gebe ich mir nochmal so einen bräunlichen Ton hier unter den unteren Wimpernkranz, glaube ich, aber der mehr ins Aschige geht. Da habe ich hier einen, da nehme ich aber diesen etwas fester gebundenen Blendepinsel, den ich vorher etwas sauber mache.
und gebe den einfach hier unten drunter. Ja. Die Mainz-Box finde ich auch ziemlich geil. Die kommt ja auch alle 2 Monate, soweit ich mich erinnern kann. Die reiht sich halt auch da an, die ist eher für jüngere Mütter gemacht, hätte ich jetzt mal so gesagt. Halt, die auch sagen, ich möchte Me-Time haben, ne? Aber letztendlich kommt es halt auch immer auf den Inhalt an, was du schöner findest für dich. Deswegen ist so eine Frage pauschal zu beantworten total schwierig. Wirklich. Weil dann hast du manchmal vielleicht doch eher so ein Anti-Aging-Produkt in einer Pinkbox mit drin oder du hast ein Produkt für eher jüngere Haut in der Barbara-Box mit drin oder wie auch immer und sagst dann, ach Mensch, Claudi hat aber gesagt, das kannst du schlecht pauschalisieren. Deswegen guck dir einfach die Unboxings an, was dir davon am besten gefällt. Und ich meine, das ist ja das Gute daran, du kannst sie jederzeit deabonnieren, wenn du sagst, die passt überhaupt nicht zu mir, ne? Deswegen würde ich für den Anfang auch eigentlich immer so ein flexibles Abo empfehlen. Also, dass du dir halt nicht jetzt so ein Jahresabo direkt holst, sondern eher so ein flexibles Abo. Genau, jetzt gehe ich nochmal in meine Highlighter-Palette und setze mir diesen Rosé-Ton unter den braunen Bogen. Um hier nochmal ein bisschen glittery zu machen und halt auch gleichzeitig den braunen Bogen etwas anzuheben. Aber ich mag Glitzer. Geradezu Silvester. Jo. Da muss ich kurz ein bisschen Konzentration haben, dass man das auch alles genau trifft hier. Denn so viel Platz habe ich ja gar nicht über meinen Augen, weil Schlupflied und dann kommt irgendwann ja ganz schnell die Augenbraue. So, dann schauen wir mal auf die nächste Frage. Hast du schon eine neue Idee für eine Serie wie die Adventskalenderserie? Ja, also was auf jeden Fall im Januar kommen wird, also hier, ne, mit der Palette sind wir durch, die Palette ist toll, die kann ich sehr gut empfehlen. Midnight auf jeden Fall, ne, eine schöne Geschichte für Silvester. So, ja, also ich werde auf jeden Fall im Januar so eine Schminksammlungsvideoserie wieder abdrehen. Ich weiß nicht, wie lange das Ganze dann dauern wird, weil ich möchte jetzt nicht irgendwie ein 5-Stunden-Video hier hochladen. Das fände ich dann ein bisschen krass. So, jetzt ziehe ich mir als allererstes mal einen normalen Eyeliner. Da habe ich hier den Wonder Wing von Manhattan. Den nehme ich. Darüber kommt dann nachher noch Glitter Flitter, aber erstmal das Moped. Ja, weil ich hatte das letztes Jahr auch schon gemacht. Genau, die muss man so stempeln und ziehen irgendwie, war das, ne? Wow, hast du das gesehen? Ich hab's gesehen. Voll krass. Genau. Da hatte ich eine ganze Reihe gemacht mit meiner Sammlung. Sowohl über dekorative Kosmetik als auch... Oh, ich kann nicht reden. als auch über Pflege. Und ja, das fand ich ganz gut, dass ich das halt so aufgeteilt habe nach Kategorien und das dann immer so nach und nach hochgeladen habe, weil so konnte dann jeder, der sich dann wirklich dafür interessiert, ich bin gerade voll begeistert, genau das anschauen, worauf er so Bock hat. Und dann halt nicht das komplette, oh Gott, wie habe ich das hingekriegt? Wie habe ich das hingekriegt? Stempeln. Und ziehen. Naja, einigermaßen, ne? ja. Genau. Ich glaube, so mache ich das auch. Ich muss kurz denken, dass ich hier meinen Eyeliner hinkriege. Wow. Habe ich hingekriegt. Wobei, der ist intensiver als der. Da muss ich jetzt nachjustieren. Mist. Das geht. Ja, ne? Das lassen wir so. Ich atme da nicht so viel bei. Genau. Aber der ist mir zu stumpf. Ich will den spitzer. Ja, jetzt ist er spitzer. Aber der ist ausgeprägter.
Egal, ich habe eh unterschiedliche Augen. Dann fällt das eh nicht so auf. Genau. Schminksammlungsvideo, genau. Ich habe nämlich relativ viel. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch einiges aussortiert. Das heißt, es wird noch ein Krabbelkisten-Video geben, was aber wahrscheinlich extrem lang wird. Ich habe nämlich jetzt auch mit jemandem, ich muss mich fixieren, Revolution Glowfix, natürlich Glowfix, ne Leute, ein Trash-Paket gemacht. Und bevor ich das wegschicke, muss ich natürlich erstmal das Video dazu drehen. Und danach wird dann die Schminksammlung abgedreht werden. Genau, vielleicht auch, wenn dann ihre Trash-Sachen hier eingetrudelt sind. Es ist natürlich so, dass sich dann hier nach und nach die ganzen Sachen hier auch immer ändern. So, jetzt habe ich hier Extreme Shimmer von Physicians Formula eigentlich mir gedacht. Setze ich jetzt drüber. Genau. Ich weiß nur noch nicht, welche Farbe ich da nehmen möchte. Dazu passt ja eher was Silbernes und die sind alle eher Gold. Nee, ich nehme es doch nicht. Tut mir leid. Es passt nicht. Es passt überhaupt nicht. Nein. Nein. Genau. Und dann mache ich jetzt nämlich Mascara. Hier, Miss Manga Mega Volume von L'Oreal, ne? Die mache ich mir jetzt drauf. Ja. Mein Mund verpeilt. Tut mir leid. Ich komme nicht klar. Der Nachbar fährt weg. Genau. Ja. Und das wird dann erstmal so eine Reihe werden, wo es halt immer wiederkehren, die Geschichten dann gibt. Wird natürlich nicht täglich sein. Ich habe mir gedacht, vielleicht mache ich so ein Ritual, dass ich sage, ich mache samstags immer ein Sammlungsvideo, also Samstagssammlung oder sowas. Ich weiß nicht, wie du das so findest. Kannst du mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du sagst, ein Sammlungsvideo pro Woche reicht. Entschuldigung. Oder ob du sagst, nee, mach eine ganze Woche, wo dann jeden Tag das dann online kommt. Ich weiß es nicht. Schreib mir das gerne mal, wie du das am coolsten findest. Aber ich denke, dass ich wirklich so ein Samstagssammlungsvideo mache, weil ich ja noch andere Sachen habe, die ich dann ja vorstellen möchte, damit es halt nicht langweilig wird. Denn nicht jeder mag so ein so eine Sammlungsserie. Dass dann halt auch jeder irgendwie, und es passiert ja auch deutlich mehr in meiner Welt, ne? Dann könnte ich ja im Prinzip den ganzen Januar die Füße hochlegen und müsste nur einmal dieses Video abdrehen und dann immer nur stückchenweise online stellen. Das finde ich halt auch irgendwie langweilig, weil ich will meine Füße nicht hochlegen. Mir macht es doch Spaß, mit dir hier zu quatschen. Deswegen wäre hier mit den ganzen Schminkies und den ganzen Unboxings. Nee, nee, das läuft ja auch weiter. Genau, deswegen Samstagssammlung ist, glaube ich, ganz geil, oder? Selber beantwortet. Zack. Aber du kannst mir gerne deine Meinung dazu auch gerne in die Kommentare schreiben. Jo. Aber das wäre so mein Plan. Ja. Jetzt gucken wir uns mal die nächste Frage an. Ich habe hier nämlich die ganze Zeit mein Handy liegen und scrolle unter meinem Video her, wo ich mein Dankvideo gemacht habe mit den 10.000 Abonnenten. Übrigens auch vielen, vielen Dank für diese ganzen lieben Worte, die darunter geschrieben wurden. Ne? Da wurde so oft, also ganz lieb, vielen Dank. Das war echt süß, was ich da lesen durfte. Typisches Claudi freut sich Gesicht. Ernsthaft. Das ist bekloppt, aber es ist so. Oh, ja. Lalalala. Ich würde gerne wissen, was dich dazu bewegt hat, mit YouTube anzufangen. Naja, im Prinzip meine Freunde, die mir gesagt haben, mach das. Ich habe das ja schon in mehreren Videos immer mal wieder so nebenbei erwähnt oder bin auch ein bisschen mehr mal drauf eingegangen. Also ich habe meinen Mädels immer so, weil ich selber sehr viel YouTube geguckt habe, ne, so kleine, wie nennt man das? Unboxings und Hauls und so geschickt, so über WhatsApp halt, ne? Und entweder, weiß ich nicht, doch ich glaube schon, ich weiß nicht, was ich jetzt, wie ich das jetzt formulieren soll. Also, die haben dann irgendwann gesagt, mach das doch mal bei YouTube rein. Und ich habe gesagt, nee, ich traue mich nicht. Und dann haben die mich überredet und deswegen bin ich jetzt hier. Und im Prinzip ist diese ganze Geschichte mit Claudis Welt ja auch so ein bisschen mein kleiner Zufluchtsort. Ne, dass ich halt meinem Alltag, wie eben schon erwähnt, entfliehen kann und einfach dann das machen kann, worauf ich ganz alleine Lust habe. Also im Prinzip ist es auch ein Stück weit aus Egoismus entstanden.
Hört sich doof an, ne? Aber manchmal muss man so ein bisschen egoistisch für sich selbst sein, dass man halt sagt, so, das ist jetzt meine Zeit. Das ist jetzt die Zeit, die ich nur mit Dingen verbringe, worauf ich jetzt so Lust habe. Ja. Also quasi machen, worauf ich Bock habe. Wie eben schon erwähnt. Genau. So. Eigentlich musst du übrigens nichts machen, um an der Verlosung teilzunehmen, außer einen Kommentar zu schreiben. Mehr ist das gar nicht. Jo. Genau. Jetzt zoome ich dich mal kurz wieder ein bisschen raus. Ja, also ich finde, dass es schon ein cooler Look ist, ne? Ich finde, das ist so schön glowy. Ich mag das alles, wie das alles so zusammenspielt. Und es ist halt auch intensiv von den Augen her, aber nicht so krass. Und jetzt habe ich noch was für die Lippen. Da habe ich erstmal von Manhattan den Extreme Last Lip Liner. Das ist dieser hier. Den habe ich, glaube ich, mal von der lieben Lea geschenkt gekriegt. Der hat nämlich auch keine Farbe. Nö. Das ist halt so ein richtiges Nude, so zum Rausdrehen. Da muss ich kurz den Mund halten und umrande meine Lippen. Wappe ich die immer so ein bisschen. Jetzt könnte man theoretisch einfach einen Lipgloss drüber geben und wäre halt ready to go. Oder du machst ihn dir halt komplett über. Mache ich jetzt auch einmal. Komplett auch die Lippen drauf. Schön, wie man reden kann, wenn man die Lippen macht, ne? Gar nicht. Unterlippe. Da kann man vielleicht reden. Nein. Riskier's nicht, Claudi. So. Dann hat man da nämlich schon mal eine Base auf den Lippen drauf und dann mache ich mir ein Liquid Lipstick drauf, den Superstay Matte Ink von Maybelline. Ich mag eigentlich keine matten Lipsticks, aber den finde ich eigentlich ganz gut. Der war im Adventskalender. Ja. So soll das wohl gehen, ne? Ja, und das wäre jetzt tatsächlich mein fertiger Silvesterlook. Ich bin fertig. Doch, ich mag das ganz gerne. Ich mag das, wie das so glowy ist. Ich mag dieses Glitzern auf den Augen. Dieses leicht dramatische, aber doch irgendwie nicht zu extrem. Also zum Beispiel jetzt nicht künstliche Wimpern oder so, wo wir ja letztes Mal gemerkt haben, das ist nichts für mich. Ja, und das ist einfach ein haltbarer Look, ne? Das finde ich auch ganz gut. Jo, mir hat alles ganz gut gefallen, was ich hier verwendet habe. Genau, und ich habe dir alles erzählt. Vielleicht gibt es demnächst noch so ein Quassel-Video, wo ich die anderen Fragen alle beantworte. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Yay! Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten, hi, oh, bin ich immer noch krank. Wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style-and-Talk-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!